Und ich stelle nun die beiden Kontrahenten vor und beginne in der blauen Ecke bei Muhammed Türkmen. 21 Jahre alt, 1,92 Meter groß. Schon 14 Mal war er siegreich in seiner Laufbahn. Er vertritt das Sportcenter in Fürth, sein Trainer Florian Theodoressa. Meine Damen und Herren, Muhammed Türkmen! Und in der roten Ecke, Chris Obiango, 31 Jahre alt, 1,90 Meter groß, kommt aus Mannheim, 20 Mal siegreich in seiner Karriere, vertritt United Fighters Mannheim, seine Trainer Hans Moos und Bernhard. Chris Obiango ist deutscher K1-Meister. In der roten Ecke, Chris Obiango! Und der Kampf wird ausgetragen im K1 Halbmittelgewicht. 5 Runden, drei Minuten sind angesetzt. Und es geht um den Titel nach Ring of Fire Version. So, alles gesagt. Es ist angerichtet, das Hauptprogramm. Erster Titelfight, Ring of Fire Titel. Okay. Dementsprechend angesetzt auf 5 Runden. Achtet auf Zielschläge. 3 Minuten, K1 Rules, beide groß gewachsen, 1,90, lange Reichweite. Die Physis von Chris Obiango aus Mannheim, zur ersten Runde. Sehr stabil. Bin gespannt, wie er sich diesmal schlagen wird. Er war ja bei der Ring of Fire Ausgabe 16 auch dabei. Möchte jetzt einiges wieder gut machen. Geht erstmal nach vorn. Stellt Muhammed in die Ringecke. Geht erstmal kein großes Risiko ein. Okay. High Kicks abgeblockt. Gute Rechte. Er zeigt Chris erstmal, da bin ich. Da ist Power dahinter. Rechte Führungshand, also Rechtsauslage für Muhammed. Linksauslage für Chris. Kurze, knackige Rechte von Chris. Versuche der Linken durchzukommen. Das Knie zum Körper abgeblockt, aber das spürst du. Da ist eine ganz andere kinetische Kraft dahinter. Ellbogenschläge genauso wie bei den Knien. Oh, gutes Momentum für Chris, geht jetzt wieder einen Schritt zurück, will nichts mit der Brechstange hier erzwingen und tut, glaube ich, auch gut daran. Wieder. Kick. Nice, Links-Rechts-Kombination. So hoch angesetzt, aber das Knie kam schön auf die Rippen. Kann schon mal ein bisschen Luft abnehmen. Oh, die Rechte hat gesessen. Und da ging Muhammed fast schon so ein bisschen in die Knie. Kurz durchatmen. Die blaue Ringecke von Muhammed fordert Lowkicks. Gut, Respekt dabei. Natürlich ist. Oh, linker Haken zur Leber. Muhammed knickt ein, wird angezählt. Das ist natürlich jetzt im Ende der ersten Runde die Chance, sich wieder zu erholen, sich in die Ecke zu begeben, auch wenn das schmerzt, natürlich. Nein, das war Ende, das war Ende. Das war der Gong übertönt.
sehr interessant. Also gefällt mir aus wie Bochum hier im K1 Halbmittelgewicht. Wird Ihnen präsentiert von Schnöbel und Rauch. Trainer und Betreuer, bitte den Ring verlassen. Ring frei zur zweiten Runde. Jetzt bleibt die Frage, wie gehen wir weiter vor? Genauso kontrolliert, systematisch, mit viel Druck aus der roten Ecke. Wieder erneut Richtung Leber gezogen. Irgendwann kommt die Wirkung vielleicht noch mal nach oben. Aber Mohamed hatte jetzt Zeit, eine gute Minute, sich davon zu erholen. Oh, schön ausgewichen, gute Reflexe gezeigt. Knie zum Kopf. Schwere Schläge hier in der Ringecke, da muss er raus, Mohamed versucht's jetzt. Oh, erneut zur Midsection, Knie zur Midsection, muss erneut angezielt werden. Hat die erste Runde aufgrund des Anzählens oder Dominanz von Chris bereits verloren. Kommt auch hier nochmal wieder, aber wir haben jetzt noch eine Minute 50 Zeit. Oh, da hat den Referee quasi einen mitgegeben. Aber er nimmt das hin. Oh, hohes Knie. Aufpassen. Da ist Mohamed noch nicht abzuschreiben. Sehr gut abgeblockt. Frontkick, Knie hoch. Highkick. Und jetzt ist wieder Chris dran. Hm. Oh, das war jetzt. Okay, ich habe jetzt zwar nicht den Wirkungstreffer gesehen. Jetzt wurde schon fast ausgemacht, das Ende des Kampfes, aber es geht nochmal weiter. Und Mohamed lässt es so nicht auf sich sitzen. Kommt hier mit der linken durch, die linke zum Körper. Beide mit den Knien, wunderbar. Offener Schlagabtausch. So, noch einmal 30 Sekunden. Ja, gute Sekunden, gute Aktion von Mohamed. Oh, die linke zum Kopf! Die letzten 12 Sekunden diesmal sagt er aber aus. Aus und Sieg, Ende der zweiten Runde für Chris. The Bone Crusher, Obiango. Des Gürtels bitte ich Herrn Jürgen Rauch in den Ring. Herr Jürgen Rauch, bitte zum Ring. Thank you.
Und hier das offizielle Urteil. Sieger und damit neuer Champion nach Ring of Fire Version im Halbmittelgewicht nach 2 Runden und 2 Minuten 50 Sekunden. Sieger durch TKO, Chris Obiango! Und den Ring of Fire Gürtel übergibt Herr Jürgen Rauch von unserem Partner und Sponsor Schnöbel und Rauch. Meine Damen und Herren, bitte noch einen großen Applaus für den neuen Titelträger, für Chris Obiango und sein Kontrahent, für Muhammad Türkmen.